Ich glaube, die Begeisterung für das Bauen, so etwas entsteht sukzessive und langsam. Als Jugendlicher ist da nicht sofort eine Begeisterung da gewesen. Und das Technische hat mich schon immer fasziniert, auch das Mechanische vor allen Dingen, also mechanische Zusammenhänge. Und das Studium des Bauingenieurwesens war dann natürlich in der Folge schon eine Möglichkeit, sich dort auch stärker zu profilieren. Das Interesse für die Baustoffe ist eigentlich erst im Studium und auch dann nach dem Studium erst richtig groß geworden und vor allen Dingen dann eben die Beschäftigung mit dem Baustoff Beton ganz besonders. Ich beschäftige mich jetzt bestimmt seit 25 Jahren mit dem Baustoff und man wächst da natürlich hinein. Man erkennt, wenn man sich damit beschäftigt, schnell, dass er sehr unterschiedliche Facetten hat, dass er sehr nach Leistungsfähigkeit zusammengesetzt werden kann und dass wir in unserem normalen Bauen heute eigentlich ohne den Baustoff auch gar nicht auskommen. Also es ist kaum denkbar, im normalen Hoch- und Tiefbau ohne diesen Baustoff zu agieren. Und das macht ihn dann wieder interessant, weil er natürlich auch hier und da Schadenspotenzial entwickeln kann, ist es schon notwendig, sich damit intensiv zu beschäftigen, wenn man damit richtig bauen will. Wir sehen hier einen klassischen Druckversuch. Hier geht es um die Druckfestigkeit des Baustoffs, der in diesem Falle hier an einem Zylinder geprüft wird. Wir haben hier schon eine sehr leistungsfähige Mischung hergestellt. Umgerechnet im Druckversagen haben wir dort jetzt bis zum Bruch fast 180 Tonnen an Last draufgestellt. Der Beton selbst ist ein sehr spröder Baustoff, der keine großen Verformungen bis zum Bruch zeigt. Und wie man jetzt sehen kann, ist der Bruch explosionsartig sogar passiert und damit ein sehr schlagartiges Versagen entstanden. Wir sind ja hier an einer Hochschule, die originär eine Fachhochschule ist und da ist für mich die Lehre das erste und wichtigste Bindeglied gewesen und auch die wichtige Voraussetzung. Also ich bin hier angetreten, um Lehre zu vermitteln und auch die Lehre voranzutreiben. Das war der eigentliche Bewerbungsgrund, dass sich das verknüpfen lässt mit Forschung, in diesem Falle jetzt über ein Labor. Das ist eine tolle Voraussetzung, das ist eine tolle Ergänzung. Insofern versuchen wir, das zu verknüpfen. Aber vorrangig hier an dieser Tätigkeit hat immer die Lehre. Hier sehen wir einen Stahlzugversuch, der kombiniert ist mit einer Wärmebildkamera, um die Wärmeentwicklung in so einem verformten System aufnehmen zu können. Denn bei dem Ziehen des Stahles bis zum Bruch entsteht durch eine sehr große Verformung in dem Stahl Wärme, die frei wird. Der Stahl ist ein klassischer Bewährungsstahl, wie er im Stahlbeton eingebaut wird, 16 mm Durchmesser, der hier mit einer Zugprüfanlage bis zu 40 Tonnen belastet werden kann. Der Bruch stellt sich ein bei einer Dehnung etwa von 15%. Es ist also schon eine ganz ordentliche Längenänderung im Stahl stattgefunden, die im Zentimeterbereich liegt. An der wissenschaftlichen Arbeit finde ich besonders spannend, dass das Ergebnis natürlich total offen ist, dass man nicht weiß, wo man hingelangt, dass man Dinge anfängt und im Prinzip detektivisch in Fragestellungen unterwegs ist, in unserem Falle eben technisch geprägte Fragestellungen, die aber nichtsdestotrotz manchmal ein detektivisches Gespür erfordern, warum bestimmte Phänomene gerade dann im Versuch so auftreten und nicht anders und dann hinterfragt werden müssen, bis man sich langsam einer möglichen Ursache nähert. Das ist total spannend und das macht richtig Spaß. Wir stehen hier vor dem großen Zwangsmischer des Labors, wo wir den Beton auch herstellen. Und haben in einem ersten Schritt die klassischen Komponenten des Betons zusammengemischt, nämlich Zement als Sand und Kies in bestimmten Abmischungen und einen Anteil Wasser. Und dieser Anteil ist allerdings jetzt nicht sehr hoch, was auch durch Normanforderungen manchmal bedingt ist, dass wir hohe Festigkeiten brauchen in den Baustoffen. Was man nach dem Mischen sehen kann, ist, dass die Verarbeitungsfähigkeit, die Fließfähigkeit des Baustoffes noch nicht sehr hoch ist, noch nicht sehr gut ist. Für komplexe Aufgaben für dünnwandige und schwierige Geometrien brauchen wir aber eine gute Fließfähigkeit. Hier greifen heutzutage Hochleistungsfließmittel, also leistungsfähige Dispergiermittel, die in der Lage sind, diesen Beton sehr weich und sehr fließfähig, einbaufähig zu machen. Und dieser Anteil ist allerdings jetzt nicht sehr hoch, was auch durch Normanforderungen manchmal bedingt ist, dass wir hohe Festigkeiten brauchen in den Baustoffen. Sie können danach erkennen, dass die Fließfähigkeit doch sehr, sehr viel verbessert ist, fast ein wenig zu gut ist. Und dieses weiche Fließverhalten ist natürlich das, was heute zunehmend auf Baustellen auch gewünscht ist und in vielen Objekten heute so in der Form auch eingebaut wird.
beide Arbeiten haben natürlich was für sich. Das Praktische, das können wir hier in so einem Labor natürlich sehr gut ausleben. Das Geistige gehört aber genauso mit dazu. Also beides ist eigentlich spannend und interessant. Ein Betonmensch, als den ich mich ja schon bezeichnen muss, der hat manchmal eine etwas eigene Wahrnehmung. Der geht zum Beispiel in einen Baumarkt und schaut sich nicht die Auslagen an, sondern den Fußboden unter ihm. Sucht nach Rissen, sucht nach Schäden, sucht nach Besonderheiten in der Konstruktion. Und das ist nicht schlimm, aber es ist eben doch manchmal eine sehr besondere Wahrnehmung. Das stimmt schon.